Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Lands, gefangen im Sand. Hier ist Sabine die Cat. Wir gehen jetzt runter zum Manticore. Sel bringen wir noch an. Den Gürtel merkt man sich, den müssen wir später holen. Da kommt jetzt das Haar des Zentauren rein. I can search for centaurs with this lantern. I'll start with the path the centaur girl ran away on. So, dann gehen wir vor zum Zeltlager. Dann brauchen wir nur noch den Spuren folgen. Looks like someone attacked someone here. Dann haben wir die nächsten Sammelobjekte hier oben rechts. Und auf der linken Seite die Sanduhr Nummer 6. Nehmen uns das Schild zur Brust. Gehen vor zum Tor. Runter von unserem Land. Dieser Wald gehört den Elogans. Er hat uns schon immer gehört. So soll es auch bleiben. Kehrt zurück in eure Wüsten und Höhlen und lasst unsere Bäume in Ruhe. Wir haben keine Angst vor euch. Wir werden für unser Land bis zum letzten Blutstropfen kämpfen. Gut, damit nehmen wir jetzt nochmal das Schild hier. Dann haben wir einen Hinweis. Gehen hier rechts rüber. Mit der Axt machen wir uns den Weg frei. I won't get through here. Kiana, can you crawl in there and open the gate from the inside? What's there? Can I help you somehow? I don't know. I don't understand anything. I'll figure it out. Ziruk und die Zentauren. Der derzeitige Anführer der Zentauren der Darkwoods. Vor langer Zeit unterstützte er Susan, die Kriegerin, im Kampf gegen die Schwarzen Reiter. Damals, vor vielen Jahrzehnten, befanden sich die Zentauren im Krieg mit dem Volk der Elogan, den Herren der Darkwoods. Ein Stamm von Zentauren, die aus fernen Ländern eingewandert waren, ließ sich im Wald nieder. Die Elogans konnten die Zentauren nicht in ihrem Territorium akzeptieren, während die Zentauren beschlossen, dass ein kleiner Fleck in einem riesigen Wald für ihre neue Heimat gut geeignet war. Die Jahre vergingen, aber die Feindschaft zwischen den beiden Stämmen ist bis heute nicht erloschen. Manuskript Nummer 8. So, dann legen wir den Hinweis hierher. Now what? Let me help you. Grandma, wait. I will do it myself. So, wir fangen hier oben rechts an. Ist rot? Gelb. Gelb. Rot, rot bleibt. Gelb. Rot. Weiß. Blau. 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 Rot bleibt. Hier vorne brauchen wir Weiß. Weiß. Gelb-Rot bleibt auch. Hier brauchen wir Weiß. Rot. Und dann brauchen wir hier nur noch Blau. I did it! You shouldn't be here. Go away. What? Why? This is our land. We will not give it to you. We have freed you. Why are you so mean? I'm not mean. Wait, you... Round ears, you are not the Elegans.
Why are you here? We are not Elegans. We are humans from Earth. I need the Centaur's help with something. From what? Oh. Everyone went to fight. Only the elderly chief remained in the village. Perhaps he can help you. I will take you to him, but I will go with you. We'll go there. The chief lives in that direction. Wir holen uns die nächsten Sammelobjekte. Da haben wir hier auf der linken Seite Schildkröte Nummer 4. Und hier oben, bei der Mitte beim Haus, Morph-Objekt Nummer 22. Dann schauen wir uns hier gleich mal ein bisschen noch um. Gehen hier oben her. Nehmen den Haken mit. Dann gehen wir vor. The chief's house is on fire. So, das nächste Morph-Objekt haben wir hier links beim Fenster. Dann nehmen wir den Stock. Mit dem Stock können wir rechts das Dach stützen. Dann haben wir hier oben Hufeisen Nummer 7. Damit sind wir auch fertig. Schauen gleich mal zu der Schmiede hier. Nehmen die Zange mit. We need to quickly put out the fire before it destroys the entire village. Hier nehmen wir die Rune mit. Dann gehen wir zurück. Links her. Sehen wir schon, dass das Rohr kaputt. Gehen links rein in die Schmiede mal. Da haben wir Schildkröte Nummer 5. Und hier ganz links Morph-Objekt 24. Schauen uns den Tisch genauer an. Meine Klaue. Gehen hier vorne her zu der Säule. Da fügen wir die Rune ein. Bewege den Goldchip zum gegenüberliegenden Ende des Feldes, indem du die Chips verschiebst. So, wir können jetzt uns hier nur bewegen, wo es frei ist. Das heißt, wir machen uns mal ein wenig Luft hier. Dann kriegen wir Amulett Mitte. Jetzt sehen wir hier ein grünes Schwert. So, wir gehen jetzt raus. Vor dem Tor können wir auf der linken Seite ein Bambusrohr abschlagen mit der Axt. Das fügen wir hier links ein. Jetzt fehlt uns noch der Gartenschlauch dazu, dass wir das Feuer löschen können. Dazu müssen wir in die Akademie der Magier. Ins Gewächshaus. Da haben wir rechts den Gartenschlauch. Den müssen wir mit der Zange aufdrehen. So, dann kriegen wir einen Schlauch. Mit dem Schlauch gehen wir jetzt wieder ins Dorf der Zentauren.
fügen wir links den Schlauch ein. Drehen das Wasser auf und irgendwann später. We did it. The fire is receding. So, gehen wir rein. Poor fellow. He probably suffered from a smoke inhalation. He is unconscious, but alive. It's Iruk. We have met. Is that the centaur from your stories? Wow. How can we bring him to his senses? Should we spray him with cold water? What for? He'll just get wet. An ammonia flower that grows in the swamps could help. The swamps are not far away. It shouldn't be a problem. We're going for a flower. I will stay. I will look after Zirak. So, nehmen wir gleich die Morph-Objekte mit und die Sammelobjekte. Da haben wir auf der rechten Seite Schuh Nummer 7 und auf der linken Seite Morph Nummer 25. Dann gehen wir zurück, holen uns eine Blume. Hier. Ammoniakblume. Jetzt gehen wir wieder vor, wecken den Zentauren auf. What happened? Our settlement was attacked by the Elegans. Everyone who can fight chased after them. Your house caught fire, and this lady put it out. She said that she knew you. We met when we were fighting the Black Horsemen. Yes, I remember. It's been a long time. We've both grown old. But I remember you, Susan the War Maiden. What brought you here? I encountered an unknown sand curse. Marin said that a tribe of centaurs in the Darkwoods also suffered from this curse a long time ago. Was it your tribe? Yes, but not this one. My native tribe. I was just a colt and managed to escape. I haven't been there since that time, but I'm sure that no one has survived. So you don't really know what happened to them or how to deal with it, right? Unfortunately, no. But I can perform an ancestral summoning ritual for you to speak with my tribe. I will need a special arrow for it. Do you have it? No, it needs to be made. There is the book with the recipe in the chest, but the key is in the attic, and I'm too weak. You'll have to find it yourself. Gut, wir gehen hierher zur Mitte, fügen den Haken ein. Auf der linken Seite betätigen wir die Kurbel. Dann geht's rauf zum Wimmelbildspiel. Wir brauchen 15 Hufeisen. Da kriegen wir den Schatten fürs Hufeisen. Wenn wir den zumachen, haben wir hier das nächste Hufeisen. Hier darunter. Da ist es.
So, jetzt fehlt uns noch eines. Das heißt, wir müssen das da hinten zusammenbauen noch. Mit dem Hufeisen können wir hier unten rechts die Kiste öffnen. Ritualpfeil. Zentauren haben sich immer auf die Magie der Familie verlassen. Die Familie gibt Schutz, Wissen, Kraft und Weisheit. Das wichtigste Mittel, um die Ahnen zu beschwören, ist das Abschießen eines Ritualpfeils in ihr Heimatland. Schmelze die Spitze aus Indigometall, schneide den Schaft des Pfeils aus dem Ast eines Mammutbaums. Nimm drei Federn von Felseneidechsen für das Gleichgewicht. Nimm den Schild der Tapferkeit als Zeichen des Respekts vor den Geistern der Vorfahren. Lege ihn auf das Feuer und gieße Tabak der Geister hinein. Lege den fertigen Pfeil in den schwelenden Tabak. Funken werden dir sagen, dass der Pfeil geladen ist und du bereit bist, das Ritual durchzuführen. Oh, dann haben wir noch eine Gussform. Did you find the book? Can you make the arrow? Probably. I need to forge a tip somewhere, and I don't know anything about these lizards. There is a forge in the village. You can use it. Everything you need is there. I'll give you the key to the coal box. Rock lizards live nearby in the mountains. They are easy to catch if you surround them with bright light. Well, there's a lot of work to be done. I hope this helps to get closer to the solution. Oh, den Schlüssel nehmen wir mit. Dann gehen wir einen Schritt nach draußen. Hier vorne beim Wolf können wir den Fangzahn einfügen. Verschiebe die Chips auf dem Rahmen und ordne sie so an, dass die Strahlen das Schema auf dem Hinweis vollständig abdecken. So, wir sehen hier einen mit drei Streifen. Der kommt mal hier ungefähr her. So, dann schieben wir jetzt hier rüber. Bisschen fernjustieren noch. Und wir sehen hier hinten einen roten Kopfschmuck. Das hat mit dem Wappen vor dem Eingang zu tun. Das erkläre ich dann zum Schluss. Wir gehen auf jeden Fall jetzt zur Schmiede. Öffnen die Kohlekiste. Dann mal eine Bauernleitung und eine Schaufel Kohle. So, mit der Bauernleitung gehen wir jetzt zurück zu dem Zeltlager. Hier vorne her. So, da sehen wir jetzt, wie wir die kleine Kanone zusammenbauen. Ich fang mit den Rädern an. Dann die Splinten. Die Spule kommt hier oben her. Auf die Spule kommt das Zahnrad. So, das muss daher.
Das kommt rein. Und das vorne drauf. So, dann haben wir eine Kanone. So, hier oben. Holen wir sich jetzt. What is this thing? Why do we need this? This is a flash cone. If you throw it at something, it will explode brightly. It will help us catch lizards. So, und dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich jetzt eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Tschüss.